Ghost. Ist das Steve Hawkins? Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. Mit mir den Thomas und Playgamer. Scheiße. Direkt sowas und wir müssen jetzt vor Max Speckig fliehen, haben wir in der letzten Folge ja gesehen. Ich habe jetzt schon mehrere Tage nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ich bin nicht ganz aus der Steuerung raus. Da kommt er. Ha, ausgetrickst. Ich habe mir die letzte Aufnahme nochmal angeschaut und ich weiß jetzt ungefähr, wo ich lang muss. Ich habe was in diesem dunklen Raum übersehen. Und zwar gab es da wieder so einen Schacht, wo man rein konnte. Genau, hier, hier und da oben war ein Schacht. Ich habe es voll übersehen. Obwohl hier noch so eine Schleichwerbung für Pepsi oder Cola ist. Und wir sind wieder in der Küche und hier ist er. Und er geht direkt schon wieder zurück. Wahrscheinlich schon auf dem Weg, um uns wiederzufinden. Vier Tage lang. Oh, eine Batterie, geil. Upp. Letzte Folge, die war wirklich sehr traurig. Und zwar Vater Martin. Er ist von uns gegangen. Leider. Ich werde ihn jetzt schon vermissen. Er war immer der netteste Charakter in diesem Spiel, finde ich zumindest. Der Hans hatte eine andere Meinung, aber war ja seine Meinung. Ich mochte Vater Martin. Und im Übrigen habe ich auch vergessen, was aufzunehmen, was ich ein bisschen schade fand. Zwar als Vater Martin die Rede gehalten hat, konnten wir was aufnehmen. Ich habe die Kamera leider nicht hingehalten. Los, Ausgang. Oh. Was? Achso, hier. Okay. Hallo? Was? Hey, da war doch der Auto. Oh. Hätte ich irgendwie wissen müssen, dass das nicht das Ende des Spiels ist, was? Aber ich hatte die Hoffnung und jetzt müssen wir irgendwie unten rein. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich halte schon mal die Kamera bereit. Mal gucken, was uns unten erwartet. Ziel, finde einen anderen Weg nach draußen. Das hat man auch erwarten können. Da ist wieder eine Überwachungskamera. Naja. Der Fahrstuhl fährt ohne uns wieder weiter nach oben. Theoretisch gesehen hätten wir draußen bleiben können. Was ist das denn hier für ein Gang? Das passt irgendwie nicht zu Outlast, ne? Hier unten sieht es so eisig aus, so kalt. So richtig kalt. Aber ich glaube langsam, dass das Spiel sich dem Ende zuneigt. Deswegen, falls ihr weitere Vorschläge habt für ein langes Horror-Game, was ich demnächst wieder spielen könnte, schreibt es unten in die Kommentare rein. Was ich gerne mal spielen würde, wäre Collat. Falls ihr es nicht kennt, guckt es euch bei größeren an. Oder Cry of Fear, das sogar umsonst. Den gerade hat Steam ja so ein Sommer-Super-Sale. Ich wollte da sowieso nochmal zuschlagen mit Paysafe-Karten. Eventuell sogar mit Monstrum, falls ihr das mal sehen wollt. Aber jetzt nach Outlast wird erstmal ein neues Projekt kommen. Und zwar ein Nintendo-Projekt. Und danach wird wieder ein Horror-Projekt kommen. Also ich will das immer so im Wechsel halten. Oh. Vielleicht wurden wir hier unten überwacht. Das kann natürlich auch sein, ne? Wegen überall diese Überwachungskameras, also das sieht unten aus wie so ein Überwachungssystem. Und wieder eine Notiz. Lesestunde mit dem Thomas. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Von Mary Shelley, 1818, anonym veröffentlicht. Kapitel 23, Auszug. Oh Mensch, so rief ich. Wie verblendet verharrst du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet, okay? Zornenbrand und aufgewühlt stürzte ich von denen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Okay. Das sind Notizen von Dr. Wernicke. Ein Glück hat der uns schon verlassen. Den mochte ich nicht. Alle anderen waren mir dann sympathisch. Es wird wieder dunkel. Was mir ein bisschen Sorgen macht, dass Max Specky noch da oben ist. Und wieso ist hier auf einmal so ein Windzug? Okay, ist wieder heller. Das mag ich in Horrorspielen, wenn es immer hell wird. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt, das entspannt mich total, weil man weiß, ja, kommen wird sowieso wahrscheinlich nichts, also. Hinterher ist uns auch nichts. Was mich auch noch ein bisschen beunruhigt, ist, dass der Wallrider schon länger nicht mehr da war.
und dass das Spiel sich wahrscheinlich, ich glaube zumindest, langsam dem Ende zuneigt. Zumindest die aus meiner Klasse haben gesagt, dass ich langsam dem Ende entgegenkomme. Hier hatte wohl jemand Hunger. Gedärme. Okay, wir laufen im Blut rum. PCs, eine Kaffeetasse und wieder sind alle PCs an. Hier Kühlschränke, vielleicht irgendwas zu trinken. Nee, sieht mehr nach Medizin aus. Hier auch wieder Medizin oder was es auch ist. Bücher, Reagenzgläser, Waschbecken, Tasse, Blut, Gedärme, eine Kamera, okay. Wieso sind hier so viele Kameras? Aber keine Batterie diesmal, das wundert mich. Okay, hier scheint nichts Wichtiges drin zu sein. Ich mach einfach mal die Tür zu. Ich will nichts, das hinter mir herkommt. Herz? Leber? Ich schätze mal Herz oder... Ich weiß es nicht. Arm und Köpfe, okay? Erinnert mich gerade an The Walking Dead. Eine Akte, die wir nicht aufheben können. Boah, diese Details von dem Spiel sind echt wunderschön. Ich könnte wirklich nochmal das Spiel irgendwann durchspielen. Vielleicht im Stream, wenn ihr das wollt. Ich habe jetzt auf normal gestellt, im Hard Mode, also total schwer. Das würde ich dann durchspielen im Stream. Und dann gucken wir uns nochmal alle Details an, wenn wir so viel Zeit wie jetzt haben. Oberkörper, der Darm, Beine, Därme, eine Mülltonne, wieder zwei... Wozu sind hier zwei PCs? Man kann nur zwei Bildschirme an einen PC anschließen. Und wieder eine Akte. Ui. Ich glaube, das Spiel leitet sich wirklich langsam in Ende zu. Project Wallrider. Obduktionsbericht M irgendwas. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und umgearbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Morkov Corporation zu entsprechen. Siehe Formular. Autor. Jennifer Rowland. Anmerkungen. Meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei allen den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde, Zweifler an mein Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorgeschlagen, wenige Hoffnungen in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen seines einfachen mechanischen Antriebs zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Morkov-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihr die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockeyteam ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitige kontraproduktive Wirkung. Okay. Es ist gerade 20 nach 1. Nachts wahrscheinlich, weil es dunkel vorhin draußen war. Mal gucken, was... Wand? Dann müssen wir hier lang. Ich habe das Gefühl... Ah, speichert. Das kann nichts Gutes heißen, wenn dieses Spiel speichert. Sicherheitsgründe, warum ich die Tür zumache. Wieso glaube ich, dass diese Gegend perfekt zum Weglaufen gedacht ist? Die Geräusche werden lauter. Es hört sich an wie der Wallrider, aber man kann es auch nicht mit großer Sicherheit sagen. Wieso ist es auf einmal hell draußen und hier sind Autos? Damit können wir fliehen. Das Spiel neigt sich wirklich ein Ende zu. Hier, der Ausgang. Wir können fliehen. Wir könnten es schaffen. Aber wieso ist es auf einmal hell draußen? Wieso? Dann ist es ja 1.20 Uhr mittags. Was ist hier drinne? Das sind Autos, zwei Stück sogar, wieso zwei? Oh oh. Wieder Akten, die wir nicht aufheben können. Mathematische Form. Morphogenie Engine. Okay. Ah, das erinnert mich an ein lustiges Bild. So am Bild, 9. Klasse nur Buchstaben, 10. Klasse, boah, eine Zahl. Aber es ist wirklich in der Mathematik. So, zurück. Hopp, zwei nicht. J. Escape. Zwei Notizen.
Oh, wir haben sogar zwei. Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht... Das ist nicht Vater Martins Dreck. Wir mochten ihn. Denkt dran. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Morphogenetische Formel. Das ist der morphogenische Antrieb. Einige mathematische Zeilen, ein Algorithmus. Programmiert uns neu, verwandelt uns in Albtraumfabriken. Einige wenige Zahlen auf einer Tafel. Ich brauche eine Säge und ein paar ungestörte Stunden mit der Leiche von Dr. Wernicke. Ich bin ihm noch was schuldig. Was sind wir Dr. Wernicke schuldig? Kannst du mir das mal erklären? Würde mich interessieren. Okay. Ah, wir filmen den Ausgang. Es ist wunderschön da draußen. Wunderschön. Bald sind wir auch da. Sechs Batterien haben wir sogar noch. Hopp. Die Musik wird bedrohlicher. Spiel. Heißt es, wir sollen gleich wieder rennen. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Der Wallrider, ich kenne das Geräusch. Ja, das ist der Wallrider. Ja. Okay. Das einzig Gruselige ist, wenn man nicht weiß, wann man laufen muss. Aber wenn man am Laufen ist, ist es gar nicht so gruselig. Max Specky, was machst du denn hier? Hey! Hallo? 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 Wallrider? Wallrider? Film das! Was? Was machst du? Ja, box ihn, komm, 1 gegen 1. 50 Euro auf den Wallrider. Los, komm, komm, komm. Okay. Max Specky wäre damit tot. Ja, ich traue nicht um ihn, aber... Ja. So stirbst du also, von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Okay. Das ist interessant. Im Übrigen habe ich auch vor, das DLC zu spielen, Whistleblower. Das ist die Vorgeschichte von der hier. Würde mich mal echt interessieren, wie die Vorgeschichte hiervon ist. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, mir auch nichts angeguckt, weil ich nicht spoilern lassen wollte. Ui. Ich habe das Gefühl, wir müssen gleich trotzdem laufen. Ja, das Schlimme ist, wie gesagt, wenn man nicht weiß, wann man laufen muss. Aber wenn man so am Laufen ist, ist es eigentlich richtig, recht gechillt. Da hinten war auch ein Exit. Ich mag die Störungen in der Kamera nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir laufen mal wieder. Wir können ja nicht durch. Wieso können wir da nicht durch? Hier vielleicht irgendwo? Hä? Können wir hier durch? Das heißt, wir müssen zurück? Oh, okay. Wusste ich nicht. Wir zurück müssen, das ist echt schon was Neues. Hier? Auch nicht. Die Ausgänge sind verschlossen und da sind so Epilepsie-Lichter drüber. Okay. Heißt, wir müssen wieder zurück. Hier ist nichts. Feuerlöscher können wir vielleicht mitnehmen. Ist das die Walkings? Father, he certainly loves me, the poor idiot.
know what this symbol represents. It warns of a nano-hazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Virchow discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nano-factories. It's the natural function of cells to produce molecules. But through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Der Geist heißt Billy. Und wir müssen ihn umbringen. They achieved something like this in 1944. Those fascists thought it was spirits. And I let them believe it. Let them kill themselves, thinking there was some kind of afterlife now empirically promised to them. Fools. Poor Alan. He would weep to see what I've built from his dreams. Billy doesn't mean harm. He's a child with a damaged mind, granted the powers of a god. It would make any of us into a monster. You must end this. We all must die here. Murkoff knew the danger, and they didn't care. In the corporation's mind, we're all just dollar amounts in a ledger. And the profits Project Wallrider promised overshadowed whatever pitiful balance a few doctors and patients amounted to. He will spread, if you don't stop him. The morphogenic engine is self-perpetuating. I pray to God you have the strength to end it here with your death. More than anything, I want rest. Billy will not let me die. You could never imagine a cruel disease. I only want to die.